Online-Geister. Quickie. Herzlich willkommen zu einem weiteren Quickie. Ein Interview mit Jochen Henke steht heute an. Hallo Jochen. Hi, servus. So, Jochen ist ja seit einiger Zeit sehr, sehr aktiv im Bereich Seminare. Du gibst welche, du bloggst bei schneeengel.de, auch grammatisch richtig mit 3e jetzt geschrieben. Genau. Bist seit einiger Zeit auch bei Snapchat zu finden. Mit Sabine in der Sendung, unserer regulären Sendung zum Thema Snapchat, haben wir ja schon erfahren. Ihr kennt euch ja bereits. Du hast ja schon mal einen Takeover für München.de gemacht. Magst du vielleicht da mal kurz erzählen, wie das jetzt eigentlich so ablief? Ja, also ich habe halt Takeover zur Wiesnzeit gemacht, weil ich ja sehr oft auf der Wiesn war und ja ein sehr großer Wiesn-Fan bin. Und da hat Sabine mich halt gefragt, ob ich für München.de nicht einen Tag Snapchatten will, und da habe ich natürlich gesagt, klar, gerne, und bin halt einen Tag, oder beziehungsweise es war ein Nachmittag und ein Abend, halt über die Wiesen und habe halt ein paar Fakten über die Wiesen erzählt, ein paar Fahrgeschäfte vorgestellt und wie es halt so in den Zelten aussieht. Okay, wie läuft das eigentlich rein praktisch ab? Kriegst du dann das Smartphone in die Hand gedrückt oder einfach die Zugangsdaten für den Snapchat-Account? Ich habe halt mit meinem Smartphone gearbeitet und die Zugangsdaten bekommen und ja, damit dann gesnappt. Okay, cool. Es heißt ja, keiner über 25 Jahre kapiert Snapchat. Wie war das bei dir? Wie bist du darauf gestoßen, es zu nutzen gelernt? Ja, darauf gestoßen weiß ich gar nicht mehr. Ich nutze es jetzt wirklich schon ein paar Jahre, habe es am Anfang ja rein passiv genutzt und einfach mal geschaut, was da so passiert und was die Leute da so posten, beziehungsweise da halt versucht am Anfang, wo es ja noch nicht so diese öffentlichen Stories waren, einfach zu kommunizieren mit teilweise völlig Unbekannten, weil meine ganzen Freunde noch gar nicht da waren. Und hab mich dadurch halt schon ja damit beschäftigt und reingefuchst. Also ich fand das gar nicht so schwierig, da reinzukommen. Es gibt ja manche Leute, die sagen, sie verstehen es technisch von der Benutzerführung her nicht, was ich auch eher nicht verstehe, weil es eigentlich ziemlich einfach ist. Na klar, man braucht 1-2 Minuten vielleicht, aber sobald man es dann hat, ist es relativ einfach. Und ich weiß gar nicht, wie viele anderen Apps ich inzwischen versuche, hin und her zu wischen und mich ärgere, dass es nicht funktioniert mit dem Hin- und Herwischen als Navigationselement. Ja, dementsprechend hatte ich da jetzt kein großes Problem mit. Okay, also in dem Fall mal Native-User, der da auch schnell den Zugang gefunden hat. Du nutzt ja Snapchat jetzt schon seit einiger Zeit. Wie eigentlich genau? Also was machst du konkret bei Snapchat? Ja, also ich nutze es natürlich einerseits als, ja, ich sag mal, Personal Branding Tool und ja, mache halt meine Stories, meine öffentlichen Stories. Inzwischen sind halt auch schon doch einige Freunde von mir da, dass ich das auch wirklich als Messenger benutzen kann und darüber kommunizieren kann. Dazu kommen natürlich Leute, die ich wirklich über Snapchat kennengelernt habe und eigentlich auch mit denen zum Großteil nur über Snapchat kommuniziere. Und ja, ich versuche halt auch ein bisschen natürlich auch für meine Arbeit selber ein paar Sachen rauszuziehen und zu schauen, okay, was sind Inhalte, die funktionieren, was sind Inhalte, die weniger funktionieren, was machen andere, halt auch ein bisschen beobachten und halt einfach ein bisschen daraus lernen und halt auch zu schauen, okay, wie kann man Snapchat auch als Unternehmen in welchen Art und Weisen benutzen. Und wie ist jetzt deine allgemeine Meinung zu Snapchat? Was findest du daran toll, was ist weniger toll, was siehst du kritisch, was ist vielleicht sogar schlecht? Ja, also was ich wirklich toll finde an Snapchat ist die Community an sich, die erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten von Twitter. Ja, da war es auch so eine kleine eingeschworene Gemeinde, ja, sage ich immer so. Man versteht sich untereinander ganz gut und man ist eigentlich auch sehr gut und gut vernetzt untereinander. Also so, ich sag mal so die User der ersten Stunde. Ja, man versteht sich, man kennt sich und es ist eine ganz andere Community schon wieder als bei Snapchat, als bei Twitter oder Facebook oder ähnlichem. Was ich schlecht daran finde, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich, also das Einzige, was wirklich fehlt, ist eine Suche. Ja, dass man halt wirklich mal einen anderen User suchen kann und nicht den genauen Namen wissen muss. Das ist ja schlecht. Man hat dadurch ein bisschen auch natürlich ein bisschen mehr Ruhe, man ist dadurch ein noch eingeschworenerer Kreis, aber das ist eigentlich das, was mir fehlt, sagen wir es mal so, also was mir wirklich fehlt bei Snapchat. Das kann ich für mich auch mit meiner Erfahrung eigentlich auch nur bestätigen. Also ich bin auch seit etwa einem Jahr aktiv bei Snapchat und das, was du so erlebt hast, Jochen, das kann ich 1:1 eigentlich nur sagen, ja, ist auch so. Also gerade was die Analytics, also die statistischen Auswertungen angeht, finde ich Snapchat auch noch sehr, sehr
ausbaufähig, also ich sag mal so für die unternehmerische Nutzung beispielsweise oder auch eben diese Suchfunktionen. Nicht umsonst findet man jetzt auf fast jedem Profilbild meistens das Foto mit diesem gelben Snap-Logo im Hintergrund, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, genau. Also ich meine, gut, das ist natürlich auch ein kluger Schachzug von Snapchat in dem Sinne, ja, weil jeder User darauf, also dadurch auf jedem anderen Netzwerk Werbung für Snapchat macht. Weil das die einzige Art und Weise ist, natürlich auf seinen Nutzernamen aufmerksam zu machen, ist, in anderen Netzwerken zu sagen, hier findet mich übrigens bei Snapchat unter Name XY. Ist natürlich, kann natürlich auch ein kluger Schachzug sein. Ich weiß nicht, ob so geplant war, ja. Was diese Analytics angeht, aus unternehmerischer Sicht, ja, klar, das ist ein Manko, weil, ja, oder was heißt ein Manko? Es ist halt, weil die meisten halt immer noch ROI-getrieben sind und halt unbedingt irgendwelche Kennzahlen brauchen. Andererseits nimmt es einem natürlich auch so ein bisschen, ja, diese, ja, ich sag mal ganz keck, den Schwanzvergleich, ja, wie viele Follower hast du, das ist auf Snapchat eigentlich kaum ein Thema oder sehr selten ein Thema, sondern da geht es halt wirklich eher darum, um die Inhalte und zu sagen, okay, ich folge der Person nicht, weil sie ein, in Anführungsstrichen, Influencer ist mit 500 Millionen, 1012 Followern, sondern weil mir die Geschichten gefallen oder weil mir die Person gefällt oder also weil ich sie sympathisch finde und folge der Person deswegen und nicht, weil da irgendeine Zahl steht. Snapchat selbst möchte sich ja auch, glaube ich, so ein bisschen diesen Licht sehen, so jung, anarchisch und total anders. Aber nichtsdestotrotz gehen sie auch gerade, was den Bereich moderne Technologie angeht, ja ziemlich in die Vollen, haben ja jetzt auch vor kurzem eine eigene Datenbrille angekündigt, so à la Google Glass. Jochen, was hältst du eigentlich von diesen Snap Spectacles? Ich finde sie sehr spannend. Gerade ja auch für Snaps, die ich halt mache, also dass ich halt wirklich unterwegs bin und ja, Sachen vorstelle oder beziehungsweise Leuten Orte zeigen, die sie noch nicht kennen. Ich persönlich hätte sie gerne, definitiv. Ist die Frage, es soll ja sehr schwierig sein, dann da ranzukommen. Ich glaube nicht, dass ich so schnell eine kriege, aber schauen wir mal. Ich weiß aber nicht, ob die ganze Community die so toll findet, weil Snapchat, also zumindest bis jetzt, ja auch sehr viel davon, ich sag mal, Selfies lebt oder beziehungsweise in die Kamera direkt schauen lebt und halt eben auch von dieser Persönlichkeit hinter dem Account lebt. Und mit der Brille ist natürlich die Perspektive nach vorne gerichtet und nicht auf die Person gerichtet. Da wird es noch interessant, inwieweit ja da so diese Mischung wird von den Accounts, wie diese Brille dann auch genutzt wird. Und ob dadurch vielleicht natürlich auch ein kleiner Umschwung von den Inhalten passiert, ein bisschen weg von der ja, Personality selber. Wie lässt sich denn mit Snapchat Geld verdienen? Geht das nur unmittelbar als Werbung für das eigene Unternehmen oder gibt es noch andere Möglichkeiten? So für YouTube gibt es ja YouTuber, die davon schon fast leben können, bis die damit richtig reich geworden sind. Instagramer mit den ganzen Followern. Wie sieht das bei Snapchat aus? Ja gut, ich meine, klar, es gibt solche, ja, Influencer haben wir jetzt bei Snapchat auch schon. Einerseits welche, die wirklich durch Snapchat gewachsen sind, glaube ich, so ein bisschen. Und andererseits sind natürlich auch YouTuber und so weiter und so fort auf Snapchat und dadurch halt auch da dementsprechend erfolgreich und durch Product Placement lässt sich jetzt mal als Influencer, sage ich mal, glaube ich, da ganz gut Geld verdienen, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Zumindest so gut wie eben bei YouTube, Instagram etc. Aus Unternehmenssicht, ja, ist es halt schwierig, weil man nicht direkt rausverlinken kann in dem Sinne, sondern halt, klar, man kann den Link einblenden, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, glaube ich, indem man halt Rabattcodes oder ähnliches da raushaut und sagt, okay, wenn ihr euch mit dem und dem Code in den Online-Shop da einloggt, bekommt ihr 10% Rabatt oder ähnliches. Da aber jetzt kein direktes Shop-Modul oder so in Snapchat selber integriert ist, ist es halt ein weiterer, ich sag mal, Promotion-Kanal, um dann die Leute in den eigenen Shop oder ähnliches zu führen. Also das ist eine Beobachtung, die ich selbst auch bestätigen kann. Gerade, also einmal Influencer, da gibt es ja zum Beispiel DJ Khaled, eigentlich ein ziemlich unbekannter Künstler, der aber durch Snapchat sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und ich kenne ihn immer noch nicht. Nee, ist auch wirklich eher so Nischen. Ich meine, du benutzt ja auch kein Snapchat. Das ist ja kein Smartphone. Da fällt es ja auch so ein bisschen mit raus. Aber es ist eigentlich so ein Nischen-Rapper, würde ich mal sagen, ursprünglich gewesen. Und der hat halt auch angefangen, Snaps zu machen, eben so ein bisschen aus seinem Alltag zu berichten, so
Pseudo- oder auch echte Lebensweisheiten. Ja, eher Pseudo-Weisheiten. The Key und Lion und keine Ahnung was. Und, genau, ja. Und der ist damit eben verdammt erfolgreich geworden, aber das war halt auch wieder Snapchat so als reiner Werbekanal, ähnlich wie es ja Fanta seit einiger Zeit auch wirklich sehr aggressiv bewirbt, dass die bei Snapchat sind. Da habe ich ein Werbeplakat gesehen, einfach nur mit, wie magst du den Geschmack, und unten das Snapchat-Logo von Fanta, also das Fanta-Dingsbums. Ja, wir haben ja jetzt auch den wie heißt er, auch YouTuber halt genommen, und der hat halt, der macht im Moment die Snaps für Fanta selber und hat dadurch hat der Account natürlich auch nochmal eine ordentliche Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen, weil er halt gesagt hat, hier, ich mache das jetzt für Fanta, und wirklich den Fanta-Account eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, habe ich jetzt gar nicht mitverfolgt, aber er hat es halt eine Weile gemacht, den Account betreut und dadurch natürlich auch wieder junge Leute zu dem Fanta-Account gezogen. Genauso wie die Lufthansa halt Lena genommen hat, Lena Meyer-Landrut, und die von aus Tokio berichtet hat über den Lufthansa-Account. Mhm. Auf Snapchat gibt es ja die Stories, die wir auch in der Sendung ein bisschen näher besprochen haben. Instagram hat seit einigen Monaten auch Stories und dabei sogar offiziell zugegeben, dass sie die bei Snapchat abgekupfert hat. Meinst du, Instagram kann als Snapchat-Klon da Snapchat den Rang ablaufen? Also den Rang ablaufen ist also natürlich von der potenziellen Reichweite hat Instagram den Vorteil, dass sie schon länger mit reichweitentechnisch, sage ich jetzt mal, auf dem Markt sind, und da sich eine gewisse Community aufgebaut hat, und ich glaube schon, dass sie jetzt rein zahlentechnisch eine Chance haben, die täglich aktiven Nutzer von Snapchat zu überholen. Es ist aber, also so wie auch von meinem Eindruck her, eine ganz andere Community. Also es ist bei Instagram Stories eine ganz andere Follower-Schaft. Ja. Ich habe zum Beispiel bei Instagram Stories, obwohl ich jetzt prinzipiell mehr Follower habe bei Instagram, eine deutlich geringere Rate von denen, die Story auch wirklich anschauen. Und die Reaktionen kriege ich bei Snapchat deutlich besser und deutlich mehr als bei Instagram. Gut, das passt ja eigentlich auch. Der CSO von Snapchat, Imran Khan, hat ja auf der Demexco-Session gegeben und hat ja auch gesagt, Snapchat hat ja zurzeit 150 Millionen täglich aktive Nutzer, von denen ja 60% auch was produzieren, also aktiv sind. Ja. Passt ja eigentlich da wieder ganz gut mit rein. Aber mal weg von Zahlen, Fakten, sonst wie. Jochen, du bist ja bei Snapchat aktiv, folgst da sicherlich auch anderen Leuten. Und was ist da so eigentlich, was ist der merkwürdigste Snap oder der aufsehenserregendste Snap, der dir da mal so jemals begegnet ist? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also das wirklich merkwürdigste ich glaube, so als Person war es wirklich der DJ Khaled, mit seinem Lion, also keine Ahnung, wo er dann plötzlich durch seinen Garten gegangen ist, und er hat halt in seinem Garten so einen Steinlöwen stehen und erst zeigt er die Blumen und dann plötzlich geht er mit seinem Smartphone auf diesen Löwen und schreit ganz laut Lion. Das war irgendwie, glaube ich, schon das hat mich geprägt, in Anführungsstrichen. Hast du außer dem DJ noch ein paar andere Lieblings-Snapchatter? Ja, also klar, ich habe zum Beispiel die Heimatpots, also die Juli oder Thomas Schwenke. Ich auch. Da war bei mir übrigens so ein Moment gewesen, da war er mal als Erdbeere mit Filter gewesen, hatte berichtet, war für mich so ein sehr einschneidender Moment. Ja, ich meine, gut, also sowas kenne ich halt auch offline. Dass Leute dir als Erdbeere begegnen? Von den anderen Kanälen, aber aufmerksam geworden bin ich auf ihn durch seine Story halt in Australien, wo er halt durch Australien, also in Australien auf Urlaub war, da halt durchgetourt ist, und da bin ich eigentlich aufmerksam auf ihn geworden bei Snapchat. Wo findet man dich bei Snapchat? Also im Internet bist du ja bei schneeengel.de und bei Snapchat? Genau, da heiße ich Raurisser. Ja, also wie Rauris, der Ort in Österreich, ein kleines Dörfchen, und halt ER hinten dran, Raurisser. Weil Schneeengel leider schon weg war, da war ich zu spät. Okay, alles klar. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Vielleicht noch als kleinen Hinweis für unsere Hörer, über was berichtest du da so ganz allgemein? Ja,
also ganz allgemein von meinem täglichen Leben, sage ich mal so. Aber ich habe halt so ein paar Sachen wie dienstags habe ich immer den Witze-Dienstag. Da gibt es halt immer so einen Karlauer. Und ansonsten habe ich noch diese Rubrik, ihr snappt, ich gehe hin. Also die Leute können mir sagen, jetzt vor allem natürlich in München, weil ich in München bin, was sie gern von München sehen wollen. Und dann gehe ich halt dahin und berichte ein bisschen von da, erzähle was von der Location, was da so geschichtlich so alles passiert ist, warum das so ein besonderer Ort ist und so weiter und so fort. Dann war das mit unseren Fragen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, die zu beantworten. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für das Interview. Genau, Jochen, wie gesagt, finden wir bei schneeengel.de. Wir verlinken das ja auch alles nochmal bei uns in den Shownotes, auch den Link auf Snapchat, wo man ihn finden kann. Und ansonsten, unsere nächste reguläre Sendung gibt es dann im November mit dem Thema Barcamps und unseren Eindrücken vom Barcamp in Halle. Und ansonsten, Jochen, auch von meiner Seite aus nochmal, vielen, vielen Dank. Danke euch auch. Und ich würde sagen, wir hören uns dann. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Online-Geister. Quickie.